Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show! Ich bin Katzen-Peach! Und ich bin Katzen-Mario und ich begrüße Sie zu zur ersten Folge der Katzen-Mario-Show. Also, fangen wir gleich an mit zum Mario-Experten werden. Ganz genau. In dieser Rubrik zeigen wir euch, wie ihr alle Gegner in Super Mario Maker ganz leicht besiegen könnt. Der Akito da oben ist nur zur Zierde. Der versorgt euch wieder mit frischen Fragezeichenpilzen. Okay, gehen wir gleich weiter zu dem großen Katzen-Mario-Quiz. Hier sind übrigens frische Pilze. Dem großen Katzen-Mario-Quiz. Fangen wir gleich an mit der ersten Quizfrage. Ganz genau. Nämlich, wie könnt ihr diese Goombas ganz leicht täuschen? Ganz genau mit einem Goomba-Fragezeichen-Pilz. Wuhu! Andererseits, wie spricht man denn einen Goomba? Naja, keine Ahnung. Okay, Frage 2. Verwandeln wir uns wieder in Katzen-Mario? Ich sagte, verwandeln wir uns wieder in Katzen-Mario. Ordentlich. Zweite Frage. Also, wo ist 8-Bit Luigi? Oh, von oben kommen noch die Panzer. Da vielleicht? Oh, da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da eine Münze. Okay, schauen wir mal nach, wo es noch sein könnte. Da vielleicht? Nein, da auch nicht. Da vielleicht? Oder da? Oder da? Oh, nirgends drinnen. Wo könnte denn sein? Ganz einfach, der ist noch nicht drinnen, der 8-Bit-Luigi. Den füge ich jetzt erst dazu. Ganz genau, hier ist mein neuester Level. Er basiert, wie ihr schon gesehen habt, auf der Katzen-Mario-Show, nämlich der ersten Folge. Ihr müsst euch die Katzen-Mario-Show auf Nintendo Österreich oder Deutschland oder Schweiz, egal wo ihr gerade seid, einfach anschauen, denn die ist einfach zu köstlich. Da gab es übrigens wirklich, das war auch in der ersten Folge so, da gibt es manchmal wirklich, wo man in Super Mario 3D World den 8-Bit-Luigi finden muss. Genau, und das mit der Goomba-Maske, die gab es auch, nur halt in Super Mario 3D World, da gab es ja auch eine Goomba-Maske, wo man dann aussah wie ein Goomba. Zum Mario-Experten werden gab es auch, nur das konnte ich nicht richtig umsetzen, also, naja, okay. Und nun weiter zur nächsten Quizfrage, fangen wir einfach mal an. Auf geht's, wir verwandeln uns hier in einen lebendigen Köder und welcher ist der richtige Weg, also Right Way? Also, welcher ist er? Da reden Mario und Peach auch so lustig. Ist es dieser Weg, der erste? Wollen wir mal schauen. Oha, wir müssen immer... Das sieht halt aus wie ein Köder. Oh nein, das war der falsche Weg. Okay, dann schauen wir uns eben die anderen beiden Wege noch an. Vielleicht ist es der hier mit Bowser Jr. drinnen. Dem geben wir jetzt mal schön was auf die Mütze. Mütze, habe ich gesagt. Mütze. Ganz genau, Mütze. Ich sagte Mütze. Oder husch ihn einfach unten durch. Oder denke mir so. Also, ist es der Weg? Das sieht vielversprechend aus. Miau, miau. Oh, ist es aber nicht. Okay, ich kann es euch ja eh schon sagen. Es ist der dritte Weg. Also, der da. Da kommt ihr nämlich dann auch in einen Abschnitt. Hier auch mit Checkpoint und so. Und hier kommt man dann. Nämlich in der ersten Folge von der Katzen-Mario-Show, da war halt, es gibt da ja viele Rubriken. Ach, das ist wirklich lustig, da gibt es so Tipps und Tricks zu manchen Spielen, wie gesagt, Mario-Experte, Pokémon-Training gibt es hin und wieder mal und noch viele andere Rubriken. Aber eins zum Beispiel war, das gab es leider nur in der ersten Folge, fand ich schade, nämlich Kirbys Recken trainieren. Das ist eh so ähnlich wie Super Smash Bros. Training, da konnte man halt im Spiel von Kirby Triple Deluxe, da gab es ja auch eine aufgemotzte Version, habe ich beides Let's Played. Und da gab es dann ja, da konnte man, da habe ich dann zum Beispiel auch gelernt, wie man mit Boomerang-Kirby oder Schwert-Kirby richtig gut kämpft aus der einen Folge. Genau. Und das machen wir jetzt hier auch. Kämpfen lernen mit Kirby. Also Fähigkeiten lernen. Das hier soll der Boomerang-Kirby darstellen. Der apropos, hier ist glaube ich noch etwas. Nämlich, ich habe in dem Level, ihr habt es glaube ich eh schon gesehen, hier oben einen Fragezeichenpilz eingebaut. Nämlich das gewöhnliche Trampolin. Hm, naja, auch ganz witzig das mal zu sehen. Okay, gut. Das hier soll der erste Level von Kirby's Recken darstellen. Nämlich schon dieser, der so an die erste Welt angelehnt war von Kirby Triple Deluxe. Und das hier soll das die Fabrik aus Kirby 64, also der Fabriklevel aus Kirby 64 darstellen. Und hier habe ich mir jetzt mal gedacht, setzen wir doch mal einen Kirby-Charakter, einen Kirby-Amiibo-Pilz ein, der nicht Kirby ist oder eine andere Fähigkeit hat, wie zum Beispiel ihn hier, König DDD.
Ach, der war in der Kirby-TV-Serie auch so spitze. Die könnt ihr euch, das wurde ja auch mal in einer Katzen-Mario-Show-Folge gezeigt. Der wurde ja, die könnt ihr euch am 3DS ansehen, die Katzen, also die, was rede ich. Die Katzen-Mario-Show könnt ihr euch im eShop ansehen und die, die Kirby-Folge, die Kirby-Serie in der Dings, im Nintendo-Anime-Channel, genau. Hier kämpft man dann jetzt hier auf dem, ihr wisst schon, Kirby 64 Maschinen-Dings und, hallo, ich wollte doch nach unten. Ich wollte doch nach unten. Hä? Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Tja, das soll der Maschinenlevel sein. Und hier ist dieser Wolkenlevel, wo Cracko, also Lakito, hier herumgeballert hat. Okay, und hier setzen wir jetzt mal wieder noch einen anderen Kirby-Charakter ein. Wie gesagt, das war wirklich in der allerersten Folge von der Katzen-Mario-Show. Okay, ja. Meta Knight, der hat ja in meinem anderen Level auch einen, nur einen kurzen Auftritt. Und jetzt kriegt er einfach mal einen besseren Auftritt, genau. Und da geht's dann... Moment, ich muss mal nachchecken, ob das eh der richtige Weg ist. Wollen wir mal sehen. Ich glaube schon. Genau, jetzt kommt der Buttertürmchen-Kampfabschnitt. Wie gesagt, die basieren ja alle auf echten, aus Kirbys Recken. Und wie gesagt, das wurde, wie gesagt, in der Katzen-Mario-Show Folge 1 oder dieser Level ja eher in Katzen-Mario-Show Folge 1 angelehnt ist. Ja, und hier steht jetzt noch Miau! Genau, und da unten geht's rein. Das sollen hier halt die Buttertürmchen darstellen. Na bitte. So, und das ist Katzen-Mario-Show Folge 1. Ich hoffe, sie gefällt euch. Gut. Hochladen werde ich sie jetzt noch nicht. Ich muss noch checken, ob alles richtig funktioniert und so. Aber ihr könnt euch darauf freuen, dass dieser Level bald online gestellt wird. Ganz genau. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Auch so mit Kirby und König Dedede. Den habe ich eigentlich noch gar nicht eingesetzt. Habt ihr eh gerade gesehen, der ist neu dazugekommen. Obwohl ich die Figur ja eigentlich schon hatte. Für diese Figur habe ich viel Geld ausgegeben. Naja. Ach, das waren noch Zeiten, als König Dedede und Meta Knight noch ein paar der seltensten Figuren waren. Und jetzt ist es mir schon wieder passiert. Ich habe doch tatsächlich schon wieder nicht auf das richtige Internet hier in Wien umgeschalten. Oh Gott, kurzer Cut. So, jetzt geht's. Okay, und gleich neue Mitteilungen. Wollen wir es uns mal ansehen? Okidoki. Ach ja, übrigens, ich habe noch einen neuen Level gemacht. Wurde der schon gespielt? Ah ja, da sieht man es eh. Kaizo Mario Bros. U. Also das ist wirklich nur ein Level, den habe ich einfach aus Spaß programmiert, weil ich mal wieder irgendeinen komischen Level, keine Grundidee, ich wollte einfach mal irgendeinem, da haben wir ja eh, irgendeinen komischen, vollschweren Level machen. Ich hatte einfach Lust dazu. Aber der hat es in sich und wow, da habe ich ganz schön lange gebraucht, bis ich den geschafft habe. Wow, ihr könnt ihn ja selber spielen, die ID seht ihr ja eh da unten. Aber ich hatte einfach mal wieder Lust, irgendeinen hirnlosen irgendwas Level zu bauen und den habe ich gebaut. Okidoki. Gut, ja, und ein neuer Level von David haben wir in diesem Part. Und ja, Bowser Jr. Tower, er hat eh schon angekündigt in dem Kommentar, wo er gesagt hat, dass er einen neuen Level gemacht hat. Er hat gesagt, dieser Level ist an die, ihr wisst schon, die Türme aus New Super Mario Bros. DS und New Super Mario Bros. 2. Da gab es ja statt Burgen immer Türme und an die ist das angelehnt, an einen von denen. Okay, schauen wir es uns mal an. Sieht schon mal ganz nett aus. Ein bisschen, ja. Es geht halt diesmal nach oben. Zumindest hat er das mit den Türen halbwegs gut nachgestellt. Gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Die Lava zerstört dann zwar die Atmosphäre etwas, aber ist nicht schlimm. Okay. Wir fallen jetzt aber keine Parallelen zu irgendeinem Turm auf. Aber kann es sein, dass das einfach sein eigener Turm ist? Okay, und ich habe mir eh schon gedacht, entweder muss ich in die Röhre rein oder irgendwie darauf springen. Okay, was wollte ich sagen? Vermutlich soll das sein eigener Turm darstellen und nicht irgendeinem anderen Turm nachgebaut. Okay. Okidoki. Okay. Okay, über die muss ich auch noch rauf. Das ist aber sehr schwer. Oho. Andererseits, nein. Hat er aber als Scooper gemacht, dass er das so nachgestellt hat. Ah, denke ich mir ja. Hätte ich da jetzt, habe mir schon gedacht, ich hätte den Stern die ganze Zeit mitschleppen müssen. Aber das wäre ja ein bisschen zu schwer gewesen. Oha, ein riesiger Mancha. Naja. Die guten alten Mancha-Runs. Naja, irgendwie sind sie schon etwas nervig, aber der hier war leicht und cool, aber ich finde die Idee von dem Level super. Auch Checkpoint sehr großzügig, wie ein echter Nintendo-Level. Das könnte wirklich ein Level sein, der von Nintendo gemacht wurde. Und ich werde am Ende auch Bowser Jr. Oha, Yoshi, sehr schön. Ich habe mich noch gewundert, entweder muss ich in die Röhre rein, ach, immer wundere ich mich. Naja, okay, so, und spurten. Oh, ja, na bitte. Rein da. So. Und ducken. Ach, ich mag Yoshi.
Soll ich jetzt den Yoshi zurücklassen? Das ist aber schade. Naja, ist nicht schlimm. Okay, und jetzt? Oh, Propellerpilz! Nein, 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 ich will ihn haben! Haha, hab ihn noch gekriegt. In meinem neuesten Level von Kaizo Mario Bros. U, da gab es auch so einen Abschnitt, wo man einen Propellerpilz... Anders als dieser Propellerpilz, das sollte ja das geheime Item sein, das es leichter macht, aber... dass der schwer zu finden ist. Naja, ihr werdet ihn schon finden. Bestimmt. Okay, lauter Clown-Kahn, die von 1UP-Pilzen gesteuert wurden. Ich finde wirklich, die 1UP-Pilze, die nützen doch in dem Spiel überhaupt nichts. Wozu hat man die überhaupt eingebaut? Die bringen doch gar nichts. Frag mich echt. Warum nur? Okay, und da haben wir ihn ja. Bowser Jr. höchstpersönlich. Ich vermute, ich muss eine Clown-Karre stibitzen. Hat er aber eine nette Idee gemacht, dass man den Bowser Jr. diesmal auch wirklich besiegen muss, bevor man, damit man weiter kann. Hat er raffiniert gemacht. Oh! Da ist schon die Axt. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht noch ein kleiner Brustkampf, aber war auf jeden Fall super nachgestellt, die Türme. Einfach mit den Türen und so, dass man immer ein Stockwerk höher kommt. Vielleicht hätte man da... Andererseits, wie soll man einen Fahrstuhl nachstellen? War aber wirklich eine super Idee, hast du echt gut nachgestellt. Das kriegt auf jeden Fall ein Stern. Okay. Gut. Keine Ahnung, heute bin ich irgendwie müde. Außerdem überlege ich gerade, ob ich den Katzen-Mario-Level eh halbwegs gut gemacht habe. Habe ich etwas verrückt machen wollen, den Anfang. Okay, ich glaube, jetzt kommt ein paar Level vom Connor. Gibt es noch einen, glaube ich, nämlich die meisten von ihm haben wir ja schon gespielt. Den hier, WarioWare. Ich wette, da kommt Wario als Amiibo-Pilz vor, oder? Die WarioWare-Serie, da konnte man halt so eigene Spiele programmieren und so. Das war schon interessant, aber da kam es halt auch eine ganze Menge eigener Charaktere, wie auch Ashley, die gibt es ja hier auch. Die haben wir ja auch im letzten Part in einem von seinen Leveln gesehen. Da gab es eine jede Menge Charaktere wie Mona, Ashley, okay. Und hier oben ist der Knoblauchfresser scheinbar nicht so erwünscht. Ich finde es aber echt schade, dass sowohl in Smash Bros. Als auch auf der Figur, als auch hier in Mario Maker, dass er immer sein komisches Biker-Outfit hat aus der WarioWare-Serie. Ich hätte mir lieber sein Standard-Outfit gewünscht. Aus den Mario-Teilen und aus Wario Land. Na, Wario, der gilt jetzt schon gar nicht mehr als Mario-Charakter. Weil der hat wie Yoshi und Donkey Kong jetzt schon Karriere gemacht, ohne Mario. Wario ist ja, ich kann es ja eigentlich nicht oft genug sagen, das finde ich nämlich sehr interessant, das wissen nämlich nicht viele. Wario ist der Cousin oder Vetter oder was auch immer der Ausdruck in eurem Bundesland ist. Das ist der Vetter von Mario oder Cousin oder... könnte mir mal einer sagen, wie ich hier weiterkomme? Und scheinbar wurden diese ganzen Level gebaut, bevor es Checkpoints gab. Naja, ist auch nicht schlimm. Und diesmal trifft dieser Ausdruck sogar richtig zu. Banzai! Könnte mir mal einer sagen... Oh, den Sprung hat scheinbar noch jemand anders gewagt. Könnte mir mal einer sagen, wie ich überhaupt weiterkommen soll? Naja. Wario frisst gerne Knoblauch. Das ist sein Markenzeichen. Dass er immer schön Knoblauch in sich reinstopft. Okay, wo geht's denn eigentlich echt weiter? Goombas? Okay. Moment. Wie soll ich denn da rauskommen? Oh! Hab den P-Schalter ganz vergessen. Ich kann halt die Musik nicht hören und merke das halt nie. Okay, ich glaube, da hat gerade einer so gemacht, oder? Wie gesagt, ich kann den Ton leider nicht hören. Aber ich glaube, der Vogel, der hat wieder nur Tweet-Tweet gemacht. Ich glaube, man kann so Stimmen gar nicht hochladen. In meinem eigenen Level, dieser Super Mario World Cartoon Level, da hat ja auch die Stimme, die von Bowser, die ich reingeschnitten habe, auch nicht wirklich funktioniert. Was steht da? Wario, oder? Irgendeiner hat, ich weiß zwar leider nicht mehr genau, wer das war, aber irgendeiner hat einfach mal einen Kommentar gepostet, wo einfach nur Wario drin stand. Wirklich. Einfach nur Wario hat einer mal einen Kommentar gepostet. War das nicht sogar der Connor? Ich glaube schon. Und was sollte das gerade werden? Und die Türen da drin, ich vermute, die verbinden einander, oder? Naja. Gut, Knoblauchfresser. Schöne rote Nase. Wario. Ich weiß nicht ganz, was ich von ihm halten soll. Er ist irgendwie so ein Mischding.
wie soll man es sagen? Er ist ein Anti-Held, glaube ich, oder? Spricht man das so aus? Anti-Held, einer, der nie wirklich gut und noch nie wirklich böse ist. Kann das sein? Okay, naja. Gut, na dann, machen wir mal weiter. Moment, von irgendwem habe ich noch Level bekommen. Ich glaube von irgendwer hat noch Level gemacht. Neue Level. Ich glaube, der Semir. Ganz genau, der hat. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander durch die vielen Level. Todd Streamland, obwohl von dem Level hat er mir was gesagt. Da ist dann Todd und weil er die Kirby-Amiibo nicht hat, hat er Todd einfach eingebaut. Der Kampf gegen Vater und Sohn. Marios Höllenabsturz, zu der Triforce Heroes Eistempel, Achtung Schienen. Alter Schwede, gibt es ja wirklich jetzt jede Menge tolle Level. Allerdings, ich glaube, der Part ist eh gleich zu lang. Ich spiele den Level, den habe ich auch noch nicht gemacht. Challenge für gute Spieler und die anderen Level, die kommen dann im nächsten Part. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen und jetzt habe ich auf einmal... Moment, habe ich den nicht schon gespielt? Nein, ich glaube, das war ein anderer Level. Die sind nur halbwegs gleich aufgebaut. Das war ja dieser Autoscroll-Level. Oha! Oh! Ah! 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 Sehr gut. Und was kommt da oben rausgeschossen? Kugelwillis? In jedem Spiel stopft fast keiner mehr Kugelwillis in diese Kanonen rein. Banzai! Das ist jetzt aber unfair. Okay. Challenge für gute Spieler. Ich bin ein guter Spieler. Und was für einer. Ich werde es doch wohl schaffen. Aber seine neuen Level klingen echt alle super. Die werden bestimmt den ganzen nächsten Part ausfüllen. Ich freue mich schon drauf. Soll ich das Ding etwa mitnehmen? Okay. Banzai! Okay, eins ups. Und oho, ich bin eh schon drüber. So geht's also. Hey! Nein! Dafür war also das Thumb. Obwohl, die kommen eh wieder zurück. Eiei! Eiei! Wow! Komm schon, Stoff geben. Wo zur Hölle geht's hier raus? Jetzt auch noch Ploppers. Ich werd verrückt. Nein! Oh Gott, ich glaube, ich soll's mir jetzt den Weg merken. Was bin ich denn heute so müde und unkonzentriert? Keine Ahnung. Das ist immer, wenn ich in Wien ankomme. Das ist das erste Video, was ich aufnehme, seit ich seit kurzem wieder in Wien bin. Tja, und da bin ich immer müde. Und keine Ahnung, irgendwie so, ich kann das Gefühl gar nicht richtig beschreiben, so unkonzentriert. Und die Kugelwillis habe ich ja schön verpasst. Aber diese nicht. Ei, jei, jei, komm jetzt bitte genau oben drüber. Nein. Das ist jetzt aber extremst gemein. Jetzt hoppelt mir auch noch der Stern davon, aber andererseits, der müsst ihr wieder zurückkommen. Denke ich mir. Okay, und das Ding nehme ich einfach mal mit. Andererseits, ach Gott, Beeilung! Beeilung! Na, endlich. Beweg dich, Klempner. Na bitte, ich hab's eh schon geschafft. Aber sagen wir es mal so, so schwer war es jetzt nicht. Ich habe mich nur etwas batschert angestellt, weil ich müde bin. Aber war auf jeden Fall ein toller, wie soll man das nennen, Mittel-Hardcore. Hier unten ist ja mein Level. Super Paper Mario. Würde ich euch auch empfehlen, den mal zu spielen. Der hat die Paper Mario Level kommen irgendwie so gut an. Ich weiß nicht wieso. Warum ist Super Paper Mario von vielen wird es ja als tolles Paper Mario angesehen. Ich finde es überhaupt nicht gut. Ich finde es als das schlechteste Paper Mario. Naja, kommt auch noch als Let's Play. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.